Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Wir haben heute im vorgestellten Gegenstand-Shop einmal den Harlequin-Skin von gestern. Der wird bis zum 17. Februar noch im Shop sein. Ich werde ihn dann irgendwann nicht mehr, ich werde ihn nur noch jeden Tag erwähnen und nicht mehr ganz genau zeigen. Heute zeige ich ihn nochmal, weil es erst der zweite Tag ist. Hier hat man einmal den Lil Monster Xoxo-Stil und dann den absolut fabelhaft Stil, den man mit den dazugehörigen Challenges freischalten kann. Dann gibt es dazu die Punchline-Spitzhacke und die Harley-Hitter-Spitzhacke. Das Ganze kann man natürlich auch einzeln kaufen. Hier hat man allerdings deutlich einen Rabatt drauf. Dann haben wir als nächstes den Liebesranger wieder drin. Wir haben ja zurzeit auch in den zeitlich begrenzten Angeboten, die man mit Echtgeld kaufen muss, den gefallenen Liebesranger. Jetzt nehmen wir wieder den normalen Liebesranger. Dazu die Tattoo-Hacke. Und als nächstes haben wir dann den Nacht-in-Nacht-Skin. Passt zwar jetzt nicht wirklich zu Valentinstag und so, Liebe und Krieg, aber ich glaube, demnächst ist auch wieder Karneval, glaube ich zumindest. Ich kenne mich damit nicht aus, dazu passt es auf jeden Fall. Da haben wir einmal den unheimlichen und unheimlicher Stil. Als nächstes haben wir die Stormtrooperin, dann die wilde Zeichnung, Lackierung, die heute neu ist. Sieht eigentlich ganz cool aus, auch wenn sie nicht animiert ist, aber dieser Effekt sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir die Sternstab-Spitzhacke. Den unendlichen Dab. Gibt ja auch die normale Form von Dab, die kostet einfach genauso viel, ist unnötig. Deshalb hätte ich euch eigentlich immer den unendlichen Dab empfohlen, weil da immerhin noch ein bisschen mehr hinter ist. Dann haben wir als nächstes den Extraterrestrial Emote. Und dann haben wir noch den Liebe und Krieg Shop. Werde ich auch demnächst einfach nur noch erwähnen. Heute werde ich den auch noch einmal das letzte Mal vorstellen. Hier haben wir einmal den Sadie-Skin mit dem Arktis- und Dschungel-Stil, dann den Eisenfratzer-Skin mit dem Arktis- und Dschungel-Stil. Beide Stile muss man sich mit Challenges freischalten. Und dazu gibt es dann noch die Stachelkolben mit dem Arktis-Dschungel und Standard-Stil. Die muss man allerdings nicht freischalten. Und dann haben wir nochmal hier die Wutstreiterin mit dem Anwärter-Backpack. Und es auch noch eine Sache, die ganz interessant ist. Wir haben heute Abend, glaube ich, ab von 18 bis 22 Uhr ein Suchen und Zerstören Turnier. Das heißt, diesen CSGO-Modus, den es zurzeit gibt, kann man als richtiges Turnier spielen. Da muss man allerdings 6 Leute haben, könnte eventuell etwas schwieriger werden. Trotzdem eigentlich ganz nice, dass die das jetzt machen. Irgendwann wird es ja wahrscheinlich auch noch ein Turnier mit Preisgeldern geben. Ist auf jeden Fall ganz nice. Das war's dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.